Hallöchen, liebe Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. So, Leute, da vorne sehen wir schon irgendwas Größeres. Ich kann euch aber nicht sagen, wie wir den töten sollen, weil ich habe es letztes Mal versucht. Und ich habe auf jeden Fall dermaßen aufs Maul gekriegt. Also, ich glaube, wir sollten diesen kleinen, lieben, schnuckeligen Dinosaurier erstmal ein bisschen meiden. So, Freunde, wir gucken mal ganz kurz, was wir hier machen können. Wir haben in der letzten Folge hier diese Sicht so ein bisschen aktiviert. Also dass wir hier das freigeschaltet haben, sage ich mal. Und unsere Missionen, die wir jetzt haben, sind natürlich die Rache der Noah. Aloy, Sona und Val haben entdeckt, dass der Mörder von der Erprobung einer Basis im Teufelsleid haben. Also die haben eine Basis in Teufelsleid. Es ist an der Zeit, sie auszulöschen. Und dann haben wir noch, um die Verschwörung gegen sie zu entrissen, muss Aloy das heilige Land von Noah Stamms verlassen. Aber verdorbene Maschinen stehen hier im Weg. Ich glaube, das ist so ein bisschen die übergeordnete Hauptstory-Quest für Stufe 12 halt, dieses wirkliche Main-Ding, diese wirkliche Main-Quest von dem Spiel. Und das ist hier so ein Zwischending jetzt, was wir mitmachen auf der Reise. Ich würde aber mal sagen, wir gucken mal, was wir noch neben Aufgaben haben. Wir momentan keine. Das machen wir irgendwann mal. Also würde ich sagen, triff dich mit Val und Sona, rede mit... Ach komm, weil das näher dran ist, versuchen wir das einfach mal. Das ist aber erst Level 12, deswegen, wir sind ja noch gar nicht so weit. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt die Chance haben, da großartig was zu machen. Was haben wir denn hier? Banditenlager, Teufelsdurst. Wollen wir da mal hingehen, Leute? Ich weiß ja nicht, was uns da erwartet. Keine Ahnung. Ich würde eigentlich bevorzugen, erstmal so ein paar Nebenquests zu machen, um hier ein bisschen zu leveln und so weiter. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir das, wo wir hier noch was finden, so Nebenquests-mäßig. Wir gucken einfach mal so ein bisschen. Wir gucken uns mal ein bisschen hier die Gegend an. Es ist so wunderschön einfach, so wunderschön. Vor allem auf diesen großen Dino sah die Sicht so zu gucken, also das alles aufzudecken, das ist auch schon richtig nice so irgendwie. Ich weiß nicht. Es gefällt mir einfach. Es ist einfach schön. Schön! Schön ist es! Schön! Nee, es ist wirklich toll, Leute. Es ist wirklich toll. Oh, ich höre irgendwas. Ich höre irgendwas. Was haben wir hier? Hübsche Ruinen. Zusammengefallen. Die ganzen schönen Blümchen auch hier alles. Es ist so schön grün und freundlich. Wenn keine Dinosaurier da sind. Ui, sie kann sogar schwimmen. Nice, Digga, nice. So, Aloy. Oder Aloy. Ich werde das später ausschütteln. Was ist das für eine Musik jetzt? Obwohl, wir sind ja Level 11, Leute. Sehe ich gerade. Wir sind ja gar nicht mehr so weit weg von Level 12. Also können wir die eigentlich schon machen, so hauptstory-technisch, würde ich jetzt mal sagen. Was mir so ein bisschen fehlt, Leute, oder was ich noch richtig cool finden würde, wären irgendwie so versteckte Sammelobjekte gewesen. Das hätte ich ganz cool gefunden. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Ich glaube aber nicht. Das hätte ich in der Tat extrem geil gefunden. Leider Gottes habe ich bisher aber noch nichts gefunden, was irgendwie darauf hindeuten könnte. Ist echt ein bisschen schade. Aber naja, was will man machen, Freunde? So, ey, es sieht, guckt euch das an. Es sieht einfach so mega geil aus hier. Alles grün und wunderschön. Und oh, ich habe mich verliebt und oh... Ich sagte, dass ich Val und Sona beim Roten Echo treffen würde. Sollten wir mitnehmen, Freunde, denn wir wissen ja, dass wir immer volles Leben haben sollten. Oder zumindest... Oh. Jetzt wird es aber mal ein bisschen kälter hier, glaube ich. Bisschen eiskalt. Dann sind wir voll für eventuelle Angriffe. Haben wir jetzt wieder genug Puffer, um uns wieder zu heilen. Das ist ganz gut. Hier sitzt jemand. Was ist denn los? Weise den Nora den Weg dorthin. Ach so. Du willst nicht mit mir sprechen, ich verstehe schon. So, wir sind also jetzt voll. Da oben haben wir ein Wachtürmchen. Ein Wachtürmchen. Okay, dann gehen wir nochmal rein. Ich glaube, das ist auch unser Weg hier so. Wir müssen hier wahrscheinlich auch rein. Läufer. Oh, was haben wir hier? Den können wir doch so töten, oder? Komm, den können wir doch schön Stealth-Kill machen. Oder wir nehmen ihn als Reittier. Sollten wir vielleicht mal wieder als Reittier nehmen, denn wir haben nämlich momentan keins. Machen wir mal Reittier. Schön. So, Digga. Warte mal, warte mal, warte mal. Bevor ich dich als Reittier nutze, ich möchte den hier zumindest noch killen. Ich finde die Stealth-Kills so geil, Leute.
erstmal ins Popöchen. Wir sind auch recht... Ich wollte gerade schon sagen, haben wir 208 Scherben gekriegt? Ne, zwei Scherben bloß, ne. So, dann gehen wir mal her hier. Wir müssen hier rüber, glaube ich. Das ist hier, glaube ich, so diese Brücke. Ich weiß gar nicht, kommen wir mit dem Reittier überhaupt hier so rein? Es geht erstmal. Mutterkrone. Mutterkrone. Eher wie ein Militärlager. Digga, du bleibst hier stehen, oder? Ich wette, dieses Dorf hat schon bessere Zeiten gesehen. Hier haben wir einiges an Missions, glaube ich. Einiges an Missions, Freunde. Viele Verwundete. Es ist ein schwerer Schlag für den Stamm. Das glaube ich auch. Neugierde ist hier ist sie. Sie ist eine Superin. Was haben wir denn hier? Warte doch mal, lass mich doch erstmal kurz hier neben das Junge. Was ist passiert, Jägerin? Geht es dir gut? Oh, ich bin dankbar für die Wunde. Das war eine gute Lektion für mich. Und du solltest auch draus lernen. Und zwar? Ich jagte einem Graser hinterher, so fixiert auf die Beute, dass ich nicht auf den Weg achtete, bis ich dann genau vor einer Brutstätte stand. Mhm. Brutstätte? Eine Brutstätte? Was ist das? Ah, du stammst aus dem Becken. Die weiß nicht, was eine Brutstätte ist. Eine Brutstätte ist sowas wie eine Art Tür. Niemand weiß, was dahinter ist. Okay. Es heißt, dort werden Maschinen gemacht. Oder dass es Höhlen des Bösen sind, wo die Geister der Metallteufel hausen. Kommt wohl aufs Gleiche raus. Wie auch immer. Sie sind verboten. Es gibt ja so eine Art Dungeons, Freunde. Und es könnte sein, dass die Brutstätte so eine Art Dungeon sein könnte. Wo ist die Brutstätte eigentlich? Wo ist diese Brutstätte? Das solltest du nicht wissen. Dann beschreib den Ort, den ich meiden soll. Ein kluges Köpfchen. Nur nicht klug genug, um auf Warnungen zu hören. Nö. Schön, wie du willst. Ich hab's versucht. Es ist im Norden, hinter den Rotdornen, in der Wand eines Berges. Aber denk dran. Ich habe dich gewarnt. Tät mich mal interessieren. Das könnten wir also wirklich mal im Auge behalten. Jetzt nehmen wir hier auch noch mal an. Gucken wir mal mit denen und dann gehen wir mal zur Hauptstory. Du bist die Sucherin, die ausgestoßen war. Ja. Meine Jagdgesellschaft, sie ist... tot. Du hast die Mörder besucht, nicht wahr? Die von dem Angriff bei der Erprobung. Ja. Du hast viele Leben gerettet. Ja, habe ich. Ich wünschte, ich hätte alle gerettet. Hast du... Wie weit bist du den Mördern gefolgt? Bis auf die Toilette. Worauf willst du hinaus? Fürchtest du, deine Jagdgesellschaft wurde getötet? Es gibt Schlimmeres, als getötet zu werden. Schlimmer als den Tod? Was ist denn schlimmer als der Tod? Ich bin nicht wie du. Als Ausgestoßener könnte ich nicht leben. Ich fürchte, meine Freunde sind in den Ruinen. Ich kann nicht dorthin, sonst werde ich verstoßen, aber ich kann sie auch nicht zurücklassen. Also soll ich es tun? Wo genau? Was genau brauchst du? Sag mir, was du willst. Sprich offen. Finde meine Freunde. Wir wollten die korrupten Maschinen unbedingt bekämpfen und merkten nicht, dass wir am Rand der Ruinen waren. Du bist eine Sucherin. Du bist befugt, Teufelsdurst zu betreten. Aber bitte, hab Mitleid mit uns. Verrate nicht, dass wir dort waren. Da musst du dir wirklich keine Sorgen machen, glaub mir. Mal sehen, ob ich deinen Freunden helfen kann. Ja, gucken wir mal. Also, ich bin ja hier so ein freundlicher Typ. Da oben ist schon wieder... Alter! Zwei Nebenmissionen. Leute, wie viele Nebenmissionen soll ich hier dann bitte noch annehmen? Ja, das ist ja unglaublich, ey, was man hier alles annehmen kann. Jetzt will ich aber auch mal hier... Ich weiß nicht, Leute... Ich hoffe, du kaufst etwas. Läuft gerade nicht. Na, dann zeig mal, was du hast, Digga. Gefällt dir was davon? Natürlich. Natürlich gefällt mir hier was. Ich meine, die Outfits sind schon ganz geil so, aber die sind echt teuer. Das hier gefällt mir irgendwie. Das sieht geil aus, oder? Das sieht richtig geil aus. Ich brauche irgendwas, was richtig krassen Damage reinprügelt so irgendwie. Was richtig robust ist irgendwie. Rohstoffe. Schnellreisepaket. Wollte ich alles noch nicht nehmen, weil das ja doch alles ein bisschen gratis. Also man kann bei jedem Händler, Leute, denkt dran, bei jedem Händler... Was ist das? Die Kiste muss geöffnet werden, um ihren Inhalt zu enthüllen. Die Kiste mit unbekannter Anzahl an Objekten. Also ich glaube...
Was ist das denn? Karte Metall, was ist das denn? Fügt Kartenmarkierungen hinzu, die auf mögliche Fundorte von Metallblumen. Metallblumen? Das ist vielleicht doch Sammelobjekte, Freunde? Vielleicht doch Sammelobjekte? Karte Metallblumen. Wollen wir das mal kaufen? Mal gucken. Ich weiß nicht, was das ist. Sehr selten. Was ist das? Unter welcher Kategorie Spezialobjekte? Kaufe ich mal, Leute. Das kaufe ich auch mit. Das nehme ich auch mit. Und das auch. Nice. So, ich würde gern was verkaufen, aber ich weiß nicht, die richtig krassen Objekte, wo ich so viel von habe, ich würde gern wissen, was Maximum ist, würde ich gern wissen. Das weiß ich aber leider nicht, das kann ich hier nicht erkennen. Was von gewissen Objekten Maximum ist, ja, das ist ein bisschen blöd. Kapazität 30 von 30, ach so ist es. Oder wie muss ich das verstehen? Ich verstehe das nicht ganz. Oh ne, ist zu viel. Machen wir mal 20. Verderbnis. Machen wir mal 10. Ich weiß ja nicht. Es ist ein bisschen blöd, Leute. Ich würde gern viel verkaufen, aber... Diesen einen Bogen, den wir hier geholt haben, den könnten wir fast wieder verkaufen, weil der ist hier doch deutlich besser als der hier. Der ist auch grün allerdings. Dann verkaufen wir den auch wieder, würde ich sagen. So. Das steht dir gut. Und es schützt dich vor dem Gift, das diese verdorbenen Maschinen absondern. Ich habe doch gar nichts gekauft. Ja, ich muss los. Also ich habe doch gar keine Klamotten gekauft. Danke. War schön, ich weiß. So, was ist denn jetzt eine Karte erhalten? Das zählt mich mal. LOL. Alter, was habe ich denn hier jetzt alles? Altes Gefäß, Panorama. Alter, krass. Scheiße! Was ist das hier? Metallblume. Was ist das? Metallblume. Also man kann anscheinend doch eine ganze Menge sammeln, ne? Hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Okay. Nehmen wir mal nochmal hier die Nebenmissions mit an. Mann, es gibt so viel zu tun hier, Leute, ganz ehrlich. Es gibt so viel zu tun, aber ich möchte natürlich auch diese Sachen hier machen. So, Kollege, was ist los? Kriegerin. Mutter Krone könnte deinen Bogen gebrauchen. Aha, warum? Ich? Du bist doch eine Kriegerin, oder? Ja, natürlich. Wir brauchen Eberhäute. Unser Näher flickt sich an Mänteln und Rüstung die Finger wund. Im Osten gibt es viele Eber, hinter den Wasserfällen. Da treibt sich eine Maschine herum. Als ich sie sah, ließ ich die Beute fallen, lief in Deckung, spannte den Bogen, aber dann... Es ist keine Schande, überlebt zu haben. Nein, es... Mein Ring hatte sich gelöst. Mein Glücksbringer in der Wildnis gehörte meiner Muttersmutter, vor langer Zeit einer Maschine aus dem Rachen entrissen. So sehr vertraust du auf einen Ring? Nach allem, was passiert ist, brauche ich Glück ebenso sehr wie der Stamm dieser Häute. Mal sehen, was ich finde. Kannst du helfen? Wäre ich dir dankbar. Ich bin am Lagerfeuer, wenn du zurückkommst. Also diesmal konnten wir gar nicht entscheiden, ob wir das machen oder nicht, ja? Wir zwingen uns ja quasi. So, was hat er hier noch? Der letzte hoffentlich. Alter, ist eindeutig zu viel. Eindeutig zu viel. Oh, du bist's. Die ausgestoßene Sucherin. Du sollst ganz gut mit Bogen und Speer sein. Ja, aber ganz sicher. Das heißt sogar, du wärst die Beste. Darauf kannst du einen lassen. Das klingt irgendwie nach einer Herausforderung. Und ich habe kein Interesse. Ich habe wichtigere Dinge zu tun. Oh, verstehe. Die Sucherin hat keine Zeit für uns unbedeutende Nora. Die Jagd auf Maschinen und Plünderer geht vor. Tja, ich bin weder der Verderbnis begegnet, noch habe ich mit Dämonen getanzt. Aber ich habe im Taltreffjagdgebiet schon ein paar Sonnen gewonnen. Du auch? Oder hat dich die Suche noch nicht so weit geführt? Ha, Jagdgebiete, bist du immer so? Ein paar Sonnen? Jagdgebiete? Du warst in einem Jagdgebiet in Taltreff. Ist das noch im Heiligen Land? Kommt drauf an, wen du fragst. Es gehörte uns mal, aber seit den roten Raubzügen ist die Grenze etwas... umstritten. Die meisten Nora vermeiden es, aber die Stammmütter verstoßen niemanden, der dorthin geht. Zum Jagdgebiet. Der Aufseher ist ein Kaja. Er kann keinem die Prüfung verwehren, aber tritt nicht zu stark auf. Er hat so viel Angst vor den Nora, er würde sich zu Tode erschrecken. So, bist du immer so? Provozierst du jeden, mit dem du redest?
Nur Sucher mit roten Haaren und legendärem Ruf. Und wie oft kommen solche vorbei? Du bist für heute die Erste. Falls dich deine Suche ins Jagdgebiet führt, versuch doch, eine Glutsonne zu gewinnen. Wenn es dir gelingt, hast du mich geschlagen. Eine Glutsonne zu gewinnen. Ich glaube, das wird auch wieder so laufen, Freunde, dass wir Unmengen, also wirklich Unmengen an Quests haben, die wir noch erledigen müssen. Dann, also hier brauchen wir, man kann das ja, ach so, das sind bloß Aufträge, so, okay. Eber heute. Ich würde sagen, wir versuchen das und wenn wir irgendwie so Schweinchen sehen, dann machen wir das mit, würde ich sagen. Ist doch schon wieder auf der Karte schon wieder was markiert. Ach so, das ist die Hauptquest. Die wollen wir ja aber momentan nicht machen. Also die Hauptquest würde ich eigentlich gerne erst machen, wenn wir hier so ein paar Nebenmissionen gemacht haben. Nicht, dass ich jetzt noch nicht bereit wäre, Leute, aber es ist so unübersichtlich, wenn wir jetzt alles auf sofort annehmen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was euch lieber wäre so. Oder ob ihr so ein bisschen verschiedene Sachen auch sehen wollt. Wenn ihr überhaupt was sehen wollt, weiß ich ja nicht. Wahrscheinlich wieder eher nicht so krass. Hier draußen wird es nicht wärmer. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir erstmal wieder da hinkommen hier. Ich weiß nicht, kann das Viech hier übers Wasser reiten? Schwimmen, mehr oder weniger? Ist schon cool mit dem Reiten. Kommt man schon schnell voran hier. Kann schnell Dinger erledigen, ist schon geil. Boah, lol, ich mach sogar Wildtierkills. Boah, es pisst wie verrückt, Alter. Oh shit, oh shit, oh shit. Lauf, 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 lauf. Lauf, Digga! Oh nein. Nein. Alter. Wie soll ich denn da entkommen, bitte? Verpiss dich! Alter, naja, machen wir wieder mal gar kein Leben verloren eigentlich so. Viel zu krass das Viech, viel zu krass. So, wir sind jetzt hier. Also Leute, wir gucken mal ganz kurz. Unsere Aufgabe ist... Dans Kriegerkameraden sind in die verbotenen Ruinen von Teufelsdos geraten. Als Sucherin könnte Aloysi aufspielen, ohne das Nora-Tabu zu brechen. Kriegerpfeile in diesen Maschinen. Das gab sicher eine Massenflucht. Okay. Aber wer hat gewonnen? Die Maschinenspuren führen in die Ruinen. Ebenso die Menschenspuren. Spur markiert erstmal. Was ist hier passiert? So, wir gucken mal, wo uns das Ganze hier hinführt. Oh, da ist ein Kampf oder irgendwas. Oder da war ein Kampf. Da war kein Kampf, da sind Gegner so rum. Da sieht mich schon wieder irgendwas. Aber da scheinen auch irgendwelche Leute zu sein hier. Oh shit. Hä? Oh shit, das sind so Riesenviecher. Alter, wie soll ich das denn machen? Kann ich die überhaupt so töten so schnell oder... Alter, Scheiße. Erledige Segel sind, ey, Scheiße. Kann man den so ausschalten? Nee. Digga, spring noch weg, spring noch weg. Oh shit, Alter, was geht denn ab?
renn doch weg, Mann! Boah, die sind zu krass, Digga. Die sind zu krass! Oh, da kommt noch einer, nein! Alter! Ey, wie soll ich das denn machen? Ey, egal wo ich hin ausweich, egal wo ich hin ausweich, sie treffen mich trotzdem. Ey, ganz ehrlich, Mann, was soll denn das schon wieder, ey? Ohne Scheiß. Jetzt tot. Tot. Oh shit. Komm, spring da rein jetzt. Kriegen wir nicht hin, den Typen. Kriegen wir nicht hin. Nein. Kriegen wir nicht hin. Oh shit, Mann. Alter, die Viecher haben eindeutig zu viel Leben. Ey, wie viel ich mich heilen musste. Und teilweise kannst du nicht ausweichen. So, die haben dich trotzdem getroffen. Oh, hoffentlich fangen wir jetzt nochmal von vorne an hier. Und nicht jetzt so eine ganze Munition jetzt hier weg, ey. Was ist das? So viel zum Thema leichtes Gepäck. Rohstoffbeutel. Ja, muss ich da dann Sachen wegschmeißen oder wie oder was? Ich verstehe das nicht. Ja, wie man sehen kann, fehlt uns jetzt wieder ein kompletter Balken so. Ist wieder klar. Mann, das Blöde ist, dass da auch mehrere sind. Das ist scheiße. Warte mal. Stell mal eine Falle auf. Dass er da vielleicht reinläuft. Ja. Den Behälter kann man ja wieder wunderbar sehen, sage ich mal. Wollte eigentlich den Behälter treffen, aber es ist nicht möglich. Den Mann, was soll denn das, ey? Ohne Scheiß. Wie man hier auch nicht weg kann. Kommt noch ein zweiter, das ist so räudig. Stirb doch endlich mal, Mann! Mal nicht hin. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Ja. Ich kann doch nicht weg hier. Komm schon. Ich komm nicht weg.
Geh halt in die Falle jetzt hier, komm. Komm, er ist drinnen, los. Alter, shit. Können wir wieder raus? Scheiße. Wie krass war das? Alter, shit. Die haben mich aber richtig eingeheizt hier. Die haben mir richtig auf den Sack gehauen, haben die mir. Wo ist denn der Zweite eigentlich hin? Der ist jetzt einfach weg, oder was? Also den, den wir zuerst getötet haben. Der ist einfach jetzt weg, oder wie? Naja. Was haben wir hier? Begutachten? Du bist die Kriegerin, die ausgestoßen war. Was machst du hier? Euer Freund Dan bat mich, euch zu suchen. Was macht ihr da oben? Der Sägezahn riss uns die Bündel ab. Mir. Uns. Ohne Waffen war das hier unsere beste Option. Vielen Dank, dass du ihn erledigt hast. Jetzt können wir nach Hause. Eins noch. Du verrätst doch nicht, dass du uns gesehen hast. Doch, es ist das Erste, was ich mache. Hab ich ja nicht. Zumindest dein Freund nicht. Soll ich dir runterhelfen? Wir gehen allein zurück. Versteh das nicht falsch, aber wenn wir mit dir gesehen werden, kommen sie uns noch auf die Schliche. Okay. Oh shit, Mann, das war echt heavy. Echt heavy. Hätte ich nicht gedacht, dass es so schwierig wird. Ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Mann, ich verstehe das mit den Sachen nicht. Irgendwie wird das im Menü nicht richtig angezeigt, was jetzt voll ist und was nicht. Keine Ahnung. Muss ich mir mal Sachen verkaufen. So, wir haben jetzt aber noch was. So, den haben wir erledigt. Wir haben nämlich hier noch Jagdglück. Das will ich noch machen. Hä? Zweimal? Ach so, eins ist der Ring und eins sind die Eberhäute, okay. Dann müssen wir uns auch wieder ein Tierchen zähmen, dass wir da recht schnell hinkommen, sage ich mal. Und ich brauche unbedingt wieder Heilung, Freunde. Wir müssen unbedingt wieder Heilerpflanzen sammeln. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Ja, ich hoffe, es muss. Doch gerade was gehört. Ach, sind wir so dicke. Ich brauche Heilerpflänzchen, brauche ich. Und zwar ohne Ende, Alter. Wir haben so aufs Maul gekriegt. Was haben wir hier, eine Maschine? Aber wir können das alles nicht nehmen hier, ne? Das ist irgendwie voll kacke. Wahrscheinlich können wir das eh alles nicht aufnehmen, weil wir voll sind, ey. So eine Kacke. Das wäre irgendwie so ein Beutel, wäre nicht schlecht, sag ich mal. So ein fetter Beutel irgendwie. Die Rache der Noah. Warum, was ist denn hier? Ich will doch eine Nebenmission machen. Verderbniswurzel. Kleine zähe Pflanze. Du wirst mir sicher helfen. Wir brauchen mal hier irgendwo jetzt ein Viech, was wir reiten können, ey. Sonst müssen wir hier noch 100 Jahre laufen. Und warum finde ich hier keine Heilerpflanzen? Mann. Müssen viel mehr Heilerpflanzen sein hier. Ich bin nur am Suchen. Da hinten ist was. Ich weiß nicht. Können wir das zähmen? Mal gucken. Das könnte vielleicht funktionieren. Ich weiß nicht. Oh, was haben wir hier so? Komm, Digga. Das ist bloß einer, oder? Shit. Den will ich mal reiten. Ich hoffe, der andere sieht mich nicht. Was ist das denn hier? Maschinenkern klein. Kein Platz. Warte mal, wir müssen mal gucken, können wir hier irgendwas herstellen? Ey, ich weiß nicht, das ist doch scheiße hier ohne Müll. Wir sind einfach voll, weil wir 30 Plätze voll haben quasi. Aber man kann da auch nichts verkaufen irgendwie, ne? Wir müssen mal gucken, ob wir hier mal wieder ordentlich was herstellen können. Dass wir hier mal wieder ein paar Sachen loswerden. Okay, das ist jetzt wieder voll.
Vielleicht können wir auch irgendwas herstellen. Warte mal, herstellen. Modifizieren, Fallen und Tränke. Das haben wir ja. Warte mal, hier. Geil. Das können wir auch verschiedene herstellen. Cool. Gegengift. Das machen wir mal später. Irgendwie Tragekapazität. Aber wir können hier nichts irgendwie so skillen, sag ich mal. Da können wir nochmal was herstellen. Ich muss ja ein bisschen loswerden, Freunde, deswegen. Ich muss mal ein bisschen Präzisionspfeil. Ich will bloß ein bisschen plündern. Ah, warte mal, hier. Ist ja nicht schlecht. Also konnten wir doch was skillen. Das geht auch hier. Das Jägerbogenköcher ist auf 30. Das ist auch nicht schlecht. Fallen-Upgrade können wir auch machen. Was haben wir hier? Erhöht die Kapazität des Stolperfall-Munitionsbedarf auf 6. Das ist auch nicht verkehrt. Okay, nice. Haben wir, glaube ich, jetzt mal wieder ein bisschen was machen können. Hier haben wir jetzt 30 Pfeile. Das ist auch nicht verkehrt. Das geht auch. Wunderbar, Freunde. Wunderbar. So, dann können wir hier auch wieder was mitnehmen, hoffe ich jetzt mal. Ja, das geht. Was ist das hier für ein Teil? Durchsuchen Graser. Der liegt in der Luft. Ist das ein Fehler? Und ist es jetzt hier eigentlich unser Homie oder ist es ein feindlicher? Ist doch unser Homie, oder? Digga, warum kann ich hier nicht aufsteigen? Ich kann dich nicht reiten? Wie krass bist du denn? Okay, ich kann ihn nicht reiten. Das ist wieder mal geil, Freunde. Wir sind aber gleich da hier. Das nehme ich für unterwegs mit. Aber auf jeden Fall. So, wir können jetzt hier auch andere... Können wir hier auch andere Stolperfallen so aussuchen? Was ist das hier eigentlich? Guck mal, wir können auch irgendwie... Das geht irgendwie nicht. So, andere Fallen konnten wir irgendwie noch auswählen, ne? Das geht jetzt aber irgendwie nicht, keine Ahnung. Dich überbrücken wir mal, Freund. Ich brauch dich. Damit wir hier vorankommen, Digga. Und alles andere dauert einfach zu lang, Homie. Obwohl, warte mal, warte mal, warte mal. Erstmal schalten wir die noch aus. Da kriegen wir wieder Punkte und EP. Und Level-Ups sind immer gut, Freunde. Level-Ups sind immer verdammt gut. Und es sieht ja uns nicht. Mit den anderen auch gleich mal mit los. So, gib mal gleich den Hab und Gut her, Digga. So, stellen wir wieder auf unser Gefährt hier. Kollege Tonschuh, komm her. So, ich würde sagen, wir gehen erst hier hinten links hin. Und ich bin gespannt, was da noch für Viecher auf uns warten. Warte mal. Wir brauchen unbedingt Heilung, Freunde. Guck mal, das ist ein kleiner so. Ist auch cool. Wir brauchen unbedingt Heilung, denn ihr habt ja gerade selber gesehen, wie krass es sein kann, dass man hier schnell Schaden kriegt. Graser, so. Man kann nie zu gut untersuche das Gebiet. Sein. Stein werfen mal. Digga, geh mal dahin, da ist irgendwas Interessantes. Geh mal gucken, was da los ist. Oh, shit. Und die anderen holen wir auch noch weg, los. Der sieht mich nicht. Schön. So, den haben wir auch. Darf mich nicht sehen am besten. So, es sind mehrere auf jeden Fall, aber ist ja erstmal egal. Maschinenausbeuterkiste. Warte mal, was ist denn da drin? Warte mal kurz. Alter Leute, wir haben so viel Zeug hier überhaupt. Maschinenausbeuterkiste Draht. Wir müssen natürlich auch mal alles aufbrauchen hier. Denn wir haben einfach zu viele Kisten auch drin hier, Freunde.
Ich kümmere wieder was. Was ist das? Schockfalle. Diese Falle wird auf dem Boden platziert und durch Annäherung ausgelöst. Versucht keinen Schaden. Ist auch geil eigentlich. Kann man welche hinlocken? Dann kann man die so richtig wegprügeln. Der Himmel öffnet seine Schleusen. Die hören mich nicht. Die kann ich eventuell alle wegholen. Wenn der mich da hinten nicht sehen würde. Ich bin momentan sichtbar. Also die können mich tatsächlich sehen. Wenn sie wollten. Ihn zuerst. Oh nein. Und dann ihn check. Er rennt weg. Ist egal, er kann wegrennen. Er tut uns ja nichts. Ist ja vollkommen egal. Absolut kein Platz dafür. So, jetzt müssen wir hier was irgendwie untersuchen. Irgendwie habe ich gesehen, ne? Schwierig, die Spuren auseinander. Da hinten ist irgendwas hier, ne? Hier ist irgendwas. Aber das hier war Tein. Und ein Wildschwein. Hier ist irgendwas. Unseren Homie wieder hören. Wo ist er denn, unser Tier hier? Immer ein bisschen auf Nähe halten, denn wenn die zu weit weg sind. Denn wenn wir zu weit weg sind, Freunde, ist ja nämlich dann weg. Weißt du, dann kommt er nicht mehr, ich weiß nicht. Dann ist er auf einmal weg und wir müssen uns einen neuen suchen. Das ist natürlich ein bisschen blöd, deswegen. Oh shit, schon wieder so ein Fetter, oder? Oh, ich will nicht schon wieder gegen so einen Fetten kämpfen. Das ist gegen Feuer da unten, der Tank. Den Tank da oben, den muss ich treffen. Der wäre mir wichtig. Warte mal, wir machen mal eins. Wie kann ich denn die Falle da unten wechseln jetzt? Das ist die hier, ne? Stellen wir mal hier hin. Lol. So, dass er da eventuell reinläuft. Ich hoffe, dass unser Kollege jetzt da nicht reinläuft. Das wäre nämlich voll kacke. Ach, der ist weg jetzt. Oh Mann, ernsthaft jetzt? Jetzt, wo ich alles aufgestellt habe, ist der weg? Wollt ihr mich verarschen? Ihr wollt mich doch echt verarschen. Aber er läuft gleich wieder hier lang. Ich glaube, den holen wir uns trotzdem. Wenn es nicht allzu lange dauert, holen wir uns den. Das wäre jetzt echt schade schon wieder, Mann. Warum ist der weg? Warum ist der jetzt weg, das Krüppelkind? Okay, dann gucken wir mal kurz, ob wir mal wieder was herstellen können. Ist alles voll, Freunde. Können wir wieder herstellen, das ist gut. Immer gleich wieder alles voll machen. Damit wir hier ohne Probleme. Was ist das hier? Erhöht die Kapazität des Fallenbeutels auf 9. Nice. Immer schön alles upgraden. Mann, es ist doch jetzt blöd. Ich wollte den kaputt machen. Das Blöde ist, Freunde, man kann die Fallen auch nicht mehr einsammeln. Das ist ein bisschen kacke. Da hinten ist er. Ich glaube, der kommt jetzt gleich hier lang. Kommt jetzt gleich hier lang, hoffentlich. Da ist er. Ich will den kaputt machen. Wir müssen aber irgendwie diesen Tank da treffen. Irgendwie müssen wir diesen Tank treffen, den er da dran hat. Dann explodiert er wahrscheinlich. Schwäche. Feuer. Rein.
Stopp, Digga. Oh, schön gemacht, schön gemacht. Den haben wir jetzt mal nice getötet. Meine Bombe ist aber nicht reingelaufen, ne? Schade. Was ist unser Homie jetzt denn hier? Homie ist weg? Homie? Er ist weg. Ah, unser Kollege ist natürlich wieder weg jetzt. Ist egal. Oh, der hat hier einiges erledigt, wenn ich das richtig sehe. Der hat hier einiges kaputt gemacht, dieser Kollege. Oh, hier haben wir einen großen Eber. Hier haben einen großen Eber. Digga, warte. Renn doch nicht weg, ich brauch dich. Scheiße. Wo ist denn jetzt da hinten welche? Digga, ich brauch dich, komm her. Man rennt doch nicht alle weg jetzt. Hier haben wir einen Wildschwein. Ernsthaft, Digga? Wildschweinhaut? Rohstoffbeutel voll. Also wir müssen im Rohstoffbeutel irgendwas kaputt wegmachen. Rohstoff. Ja, was soll man da denn wegschmeißen? Können wir irgendwas herstellen wieder? Warte mal, können wir irgendwas herstellen hier? Können wir irgendwas wieder herstellen? Ein Rohstoffbeutel. Irgendwas müssen wir herstellen hier. Kann die Waffe ja auch nicht irgendwie so extrem verbessern, irgendwie so anders. Hm. Das mit Team Jagdglück Quest deaktivieren. Das wollen wir natürlich nicht. Können wir hier nochmal was herstellen? Entfernen? Das geht auch nicht. So eine Scheiße! Irgendwie müssen wir die Rohstoffe loswerden. Dann müssen wir irgendwie was wegschmeißen oder so. Es ist blöd, aber wir müssen. Quellen. Ich glaube, reichhaltiges Fleisch müssen wir weghauen. Damit wir Platz haben, Freunde. Jetzt können wir nämlich das mitnehmen. 1 von 4. Jetzt brauchen wir noch mehr. Wo sind die nächsten? Wo haben wir denn die Schweinchen hier? Ich höre jemanden. Ich höre eins. Das sind aber keine Schweine hier, das sind dicke Gegner. Da hinten. Da hinten, Freunde. Da hinten, da sind noch welche. Langsam anpirschen. Ich weiß nicht, welcher Fall jetzt sinnvoller wäre. Ich glaube, ich versuche mich auch, den irgendwie von hinten zu den irgendwie von hinten zu nähern. Ich hoffe, der hört mich nicht. Ja, mal nice. Hat hier noch welche? Oh, da kommt auch einer. Shit. Was ist denn, wenn ich da einfach eine Sprengfalle hinhau? Okay. Das wird zu schwer. Eins noch. Ein Ding noch. Alter, gerade so noch gekriegt. So, das haben wir nice. Dicke Typen hier, dicke Typen. Was ist denn das Viech? Rotes Licht. Schön. Hau noch kaputt, Mann! Oh, das gibt's doch nicht. So, haben wir nice. Jetzt, oh shit. Ihr rennt doch aber weg, oder? Ihr rennt doch weg, ihr wollt mir doch nichts tun.
du mal hier rein, Holz? So, ich glaube, questemäßig, Leute, haben wir doch eigentlich jetzt das Zeug gemacht, oder? Questemäßig? Banditenlager, Stufe 7. Das ist beim Teufelslager, das müssen wir noch machen. Banditenlager, das können wir noch machen hier. Das sollten wir noch machen. Jagdgebiete. Brutstätten, das will ich auch machen. Machen wir mal kurz das Teufelslager hier. Wo ist es? Oh, das ist so weit weg. Brauchen wir wieder was zum Reiten auch. Haben wir natürlich jetzt nichts. Unser Tierchen zum Rufen haben wir auch nicht. Schade. Das Banditenlager, das will ich noch machen. Wir haben auch gleich Level Up hier. Ich weiß nicht, wenn es so dunkel ist, sieht auch mega geil aus, muss ich sagen. Sieht doch verdammt gut aus. Ist schon cool gemacht so. Ist schon cool gemacht, Freunde. Ist schon cool gemacht so. Ist auch nicht zu dunkel, man sieht trotzdem noch alles. Ist geil so. Rede mit Neil. Ach so, das ist erstmal nur wie eine Quest irgendwo. Ist doch scheiße. Wir sind gleich da. Ist da ein Gegner, was so leuchtet? Nee. Oh, ist eine Kiste. Ist eine Kiste. Wie komme ich hier hoch? Ah. Halten die so eine Vorratskiste? Oh, nice. Nice. Schnellreisepaket. So, was haben wir hier? Mal gucken. Ja, auf Panorama. Apokalypse-Sturm Tour Tag 3. Ich war 13, als ich hier eingebrochen bin und randaliert habe. Ich und dieser Junge, ich glaube, er hieß Star. Das war meine erste Verhaftung. Geil. Ein großartiger Tag für die Matti-Familie. Was für ein verkorkstes Kind ich war. Cool. Das sieht ja geil aus. Ist ja cool. So. Blöd ist, wir müssen jetzt mit dem Typ labern. Ich habe gedacht, wir können schon gleich die Quest machen. Also wir können die gleich fertig machen. Das muss wohl das Lager sein. In einer Metallruine. Ja, warte, Digga, wir müssen jetzt mal miteinander sprechen. Ich weiß noch gar nicht, was mich erwartet. Heilpflanze mitnehmen. Wichtig. Feuerbrennwurz. So, Digga, was ist los? Schön, dass du hier bist. Das ist schön. Warum? Nenn es gemeinsame Interessen. Und nenn mich Neil. Okay, Neil. Sieh mal, die alten Felsen. Dort kauert ein Banditenclan. Rüttle an den Felsen und sie kriechen heraus. Wie die Würmer, die sie sind. Banditen? Wieso sind die hier? Die Nora haben Ärger. Gerüchte fließen wie Blut. Ohne Krieger zum Schutz der Grenze schlüpfen blutdürstige Krieger einfach hinein. Mein Partner und ich folgten dem Kerl seit Tagen. Guter Fährtenleser, aber er zog ohne mich los. Dabei hatten wir darüber geredet. Hm. Doch ich verstehe ihn. Warte zu lange und es juckt dich nach Pfeil und Bogen. Wie wär's, wollen wir uns zusammentun? Sie umnehmen. Natürlich, ich hab Bock drauf. Nicht gemeinsam, in Ordnung. Ach, nicht gemeinsam. Ich brauch keine Hilfe bei ein paar Banditen. Einzelgängerin. Wie aufregend. Keine Angst. Falls sie dich töten, erledige ich sie, bevor sie aus deinem Schädel eine Suppenschüssel oder so einen Unsinn machen. Okay. Okay, die sind also gut versteckt, kann man sagen. Das ist der Alarm. Lass sie Alarm schlagen, dann kommen noch mehr. Wie ein Geschenk. Ja, soll ich das machen oder soll ich das nicht machen? Und wenn das deinem Heldenmut noch nicht reicht, sind da noch die Gefangenen. Achso, das ist eine optionale Quest dann quasi. Das Ganze ist dann quasi optional. Oh, sehr nützlich. Oh, da sind einige, ja. Kurz nochmal Heilerdings voll machen. Wintergold. Das brauchen wir nicht, das haben wir voll. Hier kann man hoch. Ich versuche die auch mal ein bisschen so stealth-mäßig zu killen. Ich würde natürlich jetzt geiler finden, wenn es heller wäre.
Aber leider ist es nicht hell. Ist ein bisschen schade. Wir müssen uns erstmal irgendwie einen Überblick verschaffen auch. Bin ich irgendwie so kein Schimmer, wo es jetzt hier hingeht. Oder wie komme ich denn hier? Hier kann man auch nochmal hoch. Scheinbar. Ah. Oh nein. Ist da draußen etwas? Oh nein, wir dürfen nicht zu laut sein. Oh, die wissen jetzt nicht, dass wir hier sind, oder? Das wissen sie doch noch gar nicht. Komm. Müssen die lautlos töten. Oh, da kommt der nächste. Oh, nice. Shit. Geil. So, was haben wir hier? Wir haben ein Geschenk drin. 26 Metallscherben. Oh, da ist schon wieder so viel krasses Zeug drin. Wir können das alles nicht aufnehmen. Das ist doch schon wieder kacke, oder? Schluss mit lustig. Das reicht. Aber ich muss den niemanden durchlassen. Machen wir erstmal. Genau, ich muss sie sehen, wenn ich nicht sehe, scheiße. Ich muss sie echt sehen, wo die sind. Und das Schlimme ist, Leute, ich kann das alles nicht aufnehmen hier. Das ist das Schlimme. Ich hab was gefunden. Du hast gar nichts gefunden. Schnüffeltipp, sie haben einen Alarm eingerichtet. Ich muss dafür sorgen, dass sie ihn nicht auslösen. Warum? Stirb, verdammt. Stirb doch, Digga. Da. Die Gefangenen der Banditen. Sieht schlecht aus für dich. Oh shit, es sind viel zu viel. Heil dich doch, heil dich doch. Ich kann nicht. Warum läufst du nicht, Alter? Oh, nice. Boah, ist das krass. Ach, der versteckt sich da, oder was? Schön. Den einen, da müssen wir noch töten. Der darf nicht herkommen. Trifft ihn nicht. Ich erledige dich. Ah, jetzt. Die Metallscheiben müssen wir alle mitnehmen, Freunde. Weil von den Dinosauriern kriegen wir immer nur ganz wenig. Ist das schon deutlich besser hier? Sieh mal an. Bleib mal stehen, Digga. Schön. So, Alarm geschlagen haben sie zumindest schon mal nicht, die Typen. Immer noch auf der Suche nach mir. Ich hab sie doch gleich, Mann. Also von Menschen kriegt man definitiv mehr Metallscherben. Das ist gar nicht verkehrt. So, die muss ich, glaube ich, jetzt retten hier, ne? Wollen wir die mal in Brand setzen, Jolle? Brenn, meine Kleine, brenn. Schon gut. Gleich seid ihr frei.
Ach, das ist wie so ein Endboss hier, oder was? Nee. Viel zu billig. Easy going hier, easy going. Sucherin, darf ich mit dir reden? Ungerne, aber okay. Welche Ehre. Ich, Urmutter sei Dank. Ist alles okay? Brauchst du irgendetwas? Ja. Meine Freunde und ich sahen dich die Banditen aus dem Lager jagen. Gut für uns. Sie stahlen von uns, jagten uns durch die Nacht und lachten. Wir sind Ausgestoßene, keine Krieger. Fast ohne Schutz. Ihr seid zusammen, woher kommst du? Verabschieden? Warum wurdest du ausgestoßen? Warum wurdest du denn ausgestoßen? Ich war ein Trottel. Ich tat nie, was man mir sagte. Ging nie auf die Jagd, wenn ich stattdessen unterm Baum sitzen konnte. Ich stritt mich immerzu mit meiner Familie, legte mich mit den Kriegern an. Einmal wurde so ein Streit ernst. Ich erwischte ihn. Leider viel zu gut. Er fiel um. Und niemand wollte mir ein Wort für mich einlegen. Ich verdiene das Ausgestoßensein. Du scheinst jetzt ein ganz anderer Mensch zu sein. Das hoffe ich. Ihr seid zusammen, woher kommst du? Verabschieden, ich hab nicht ewig Zeit. Wir sind alle Ausgestoßene, aber wir können nur zusammen überleben. Dieses einst verhasste Lager könnte uns jetzt nützen. Ja, das glaube ich auch. Könnten wir hier bleiben, auch wenn es den Gesetzen der Stammmütter widerspricht? Natürlich, unbedingt. Darauf hatte ich gehofft. Du bist eine Inspiration für uns. Vielen Dank. Okay, Leute, ich würde doch sagen, warte mal, bevor wir jetzt die Sachen verkaufen, sollten wir eventuell erstmal gucken, ob wir vielleicht sogar mal wieder was, also ob wir mal irgendwie was Neues herstellen können. Hier zum Beispiel neue Taschen oder so, das wäre mal recht interessant, damit wir mehr tragen können. Tragekapazität, das wäre mal echt gut. Kann man irgendwie vorher schon sehen, ob man das irgendwie erweitern kann, oder? Kann man leider nie sehen, ne? Schade. Pfeilen und Tränke. Kann man welche herstellen? Metallgefäß. Sprengfalle. Ja, aber was ist das denn? Ach so, wenn sie beschädigt wird. Wollte schon sagen, die macht doch aber alles keinen Unterschied hier. Die Rohstoffe, die täten mich, das Rohstoffzeug hier, das nervt mich so ein bisschen. Aber da kriegt man gut Geld für, ne? Kriegt man gut Geld für, sollten wir tatsächlich was verkaufen, glaube ich, Rohstoffe. Wächter jetzt. Ach so, das Blaue, das kann man... Ach, das Blaue, das ist dann wirklich zum Verkaufen, oder wie? Das Blaue, das braucht man dann nicht, oder wie? Verwendung. Geschäfte mit Händlern, Verkauf gegen Metallscherm. Also gut, da braucht man dann nichts weiter. Geschäfte im Verkauf gegen Metallscherm. Okay, nice. Warum kann ich... Geschäfte mit Händlern verkaufen? Warum kann ich das nicht alles verkaufen? Warum kann ich da nicht mehrere? Ach so, weil ich nicht so viel habe. Verkauf gegen Metallscherm. Oh, ganz ehrlich, da kriegt man aber gut Geld zusammen, wenn man das macht. Geschäfte mit Händlern, Verkauf gegen Metallscherben. Also gut, man kann erkennen, was man braucht und was nicht. Munitionsherstellen, das kann man noch verkaufen. Schnellrei. Oh, da müssen wir aufpassen. Das dürfen wir nicht verkaufen. Steht da was? Schnellreisen, genau. Geschäft mit Händlern, Verkauf gegen Metallscherben. Das sollte man machen. Also überall, wo das steht. Geschäft mit Händlern, das kann man verkaufen. Und alles andere könnten wir eventuell noch gebrauchen. Deswegen müssen wir da echt ein bisschen vorsichtig sein. Schnellreisen. Boah, da kriegen wir wahrscheinlich extrem gut Geld zusammen, Leute, oder? Jetzt mal ohne Scheiß.
Ja? Ja? Modifikation. Warte mal, wie viel Geld haben wir denn jetzt? Mich würden die Outfits immer noch so reizen. Und wir könnten uns das sogar leisten. Wie viel haben wir denn? Steht das irgendwo, wie viel wir haben? 1073. Oh, scheiße, da brauchen wir ein Panzerwandererherz. Schade. Das hier fand ich so cool. Aber auch das können wir nicht kaufen. Scheiße. Oh, das hier war auch nice. Das war auch geil hier. Graserherz. Schade. Kann man das vielleicht kaufen irgendwie? Kann man nicht kaufen. Schade. Schade. Und Waffen, wie sieht's da aus? Schattenschleuder. Die machen auch alle so wenig Damage irgendwie, die ganzen Waffen hier, ne? Kann das sein? Kann sein, ne? Was ist mit ihm hier? Was sind das für Zeichen? Was bringt mir das? Keine Ahnung. Also gut, speichern wir mal. Was haben wir denn sonst noch hier? Rede mit Neil. Ach so. Ja, okay, Freunde. Reden wir noch mit Neil und dann machen wir Schluss mit der Folge hier. Reden wir nochmal mit den Kollegen, geben die Quest quasi nochmal ab. Dann können wir, glaube ich, auch bald... Oh, shit. Oh, shit. Genau das wollte ich. Also das mit dem Schwimmen und mit dem wieder aus dem Wasser rauskommen, das müssen wir nochmal irgendwie überarbeiten. Das funktioniert noch nicht ganz so flüssig. So, Digga, was geht? Ich geb's zu. Zuerst hat mich deine Selbstsucht beleidigt. Aber weißt du, gut, dass ich zugesehen habe. Bei jedem Volltreffer habe ich mir den Faden in den Finger gepiekst. Einfach, um dabei zu sein. Du hast mitgezählt? Was ist mit dir los? Na, du warst doch beschäftigt. Hab deinen Partner nicht gefunden. Er ist tot. Überrascht mich nicht. Er wurde schon übermütig, als wir das letzte Banditenlager niedermähten. Ich dachte, er und ich wären uns einig. Genieße das Töten nur so sehr wie die Herausforderung. Kein großer Verlust. Ich werde mit allem in der Wildnis fertig. Nur ich und die Stimme der Wut hier. Dein Bogen hat einen Namen? Deiner nicht. Nochmal, wer bist du eigentlich? Du bist nicht nur ein Reisender. Die Rüstung ist maßgefertigt. Und wie du den Bogen hältst. Ich sagte, ein besorgter Reisender. Ich war Soldat. Aber ich war länger Soldat, als der Krieg dauerte, wenn du verstehst. Wo immer ein Pfeil zwischen Rüstung und Haut trägt. Da ist mein Platz. Also schaffe ich mir Gelegenheiten. Dann fühle ich mich zu Hause. Hast du schon mal drüber nachgedacht, Maschinen zu jagen? Na, da fehlt dieser Ausdruck in den Augen. Banditen? Haben Banditen dir ein Leid angetan? Uns allen. Sie leben ein mieses Leben, also können sie auch so sterben. Du jagst sie also, um anderen zu helfen? Nein, nein. Zum Spaß. Ich kann nicht mehr auf Kriege warten. Das Leben ist zu kurz und der Rausch des Todes zu stark. Töte ein Stammesmitglied und es gibt Vergeltung. Jage einen Eber und sie meckern über Fleischvergeudung. Aber Banditen? Die sind böse. Sie schlagen stets zurück. Und niemanden juckt's, wenn man sie tötet. Ja, das stimmt. Es ist für eine gute Sache, dies ist eine ungesunde Einstellung. Ja, das ist wirklich eine ungesunde Einstellung, finde ich. Ich weiß nicht, wer schlechter ist. Du oder sie? Wir stehen noch, sie nicht. Wir waren eindeutig besser. Okay, verabschieden. Wir sind hier fertig. Hier? Leider ja. Aber wir leben in einer Welt der Ruinen. Die locken Banditen an, die Wunden einer Infektion. Du lässt es nicht zur Infektion kommen, oder? Wir sehen uns sicher wieder. Wahrscheinlich schon. Vielleicht. In irgendeiner größeren Stadt wahrscheinlich. Wenn es unumgänglich ist. Falls wir uns verpassen, sehen wir es an unserem Werk. Jep, Digga. Jep, Digga. Was liegt denn hier? Oh, hier liegt was Episches. Was ist das denn? Altes Gefäß. Was ist das denn? Ein gesprungenes, abgenutztes Gefäß, das den Alten lieb und teuer war. Zeigt eine seltsame fliegende Maschine. Sets von alten Gefäßen können mehrere gegen wertvolle Belohnungen eingetauscht werden. Nice. Cool. Okay, das hatten wir schon mal.
So, jetzt müssen wir mal kurz noch mal gucken. Was haben wir denn sonst noch hier so? Also, da haben wir jetzt gemacht. Das ist auch wieder ein altes Gefäß. Wir haben doch noch hier so... Wir haben doch irgendwie noch hier so kleine Nebenquests irgendwie, oder was das war. Hauptquests? Nebenquests? Aufträge waren das doch. Stufe 10. Kehre zu Time zurück. Kehre zu Den zurück. Ja, aber wo ist denn das jetzt mit der... Ach so. Dann haben wir das ja eigentlich, oder? Eigentlich haben wir das dann. Das ist die Richtung. Und es wäre da hinten. Ja, dann kehren wir da mal zurück. Weil da hinten wartet ja quasi auch dann unsere Hauptquest wieder. Die wir dann weitermachen werden. Auch immer wieder Heilpflanzen mit aufsammeln, denn die brauchen wir früher oder später auch noch. Hat jemand angegriffen oder wer schreit hier so? Eber. Sind das hier Autos oder was? Autos sind es. Also es hat früher scheinbar auch mal hier Fahrzeuge gegeben, richtig. Aber wie lange ist das her? Man weiß gar nicht richtig, warum hier überhaupt alles so ist, wie es so ist. Ja. Stirb. Stirb, Digga, stirb. So. Feuerbrennwurz. Heilerpflänzchen alles mitnehmen. So, dann gehen wir mal die Nebenmission ab und starten dann unsere Hauptstory. So Leute, ich würde sagen, wir machen Schluss hier mit der Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich doch bitte wissen, indem ihr einen Daumen nach oben da lasst. Und in der nächsten Folge machen wir hier weiter mit den Quests abgeben und mit der Hauptstory dann, Leute. Haut rein, euer Panne. Servus. Die Tage haben das Tal zum Schutz vor der Verderbnis von der Außenwelt abgeschnitten.